Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Wir starten in wenigen Minuten. Wir geben der Sache immer noch ein, zwei, drei Minuten, bis dann alle an Bord sind. Falls Fragen auftauchen, gerne hier über den Chat oder auch einfach Mikrofon auf und Fragen. Das heutige Thema für unser Webinar sind die Sprachalarmanlagen, wie die ELA, Beschallungsanlagen im Einzelhandel und Einkaufszentren. Dazu werden wir uns etwa 35 bis 40 Minuten mal genauer anschauen, was da alles dazugehört, was alles auftaucht und wie die Lösungen von Ambient hier dann auch perfekte Lösungen für Sie als Betreiber, als Planer oder eben als Errichter zur Verfügung stellen. Wir starten und schauen uns an im ersten Schritt, was wir heute alles erfahren werden. Ja, unsere Agenda, SAA-Systeme in Einzelhandelsgeschäften. Wir werden uns auch noch mal ganz genau die Hauptrisiken anschauen, die in solchen Objekten für das Besuchende, also die besuchende Menschenmenge und für die Betreiber dann vorhanden sind. Wir werden die wichtigsten Anforderungen noch mal definieren und Kundennutzung für den ELA-Aspekt der SAA auch genauer beleuchten. Last but not least schauen wir uns dann an, wie die technischen Voraussetzungen hier aussehen. Systeme von kleinen Einzelhandel bis zum großen Einkaufszentrum. Systeme von Ambient werden wir dann zeigen, wie sieht denn die Handhabung für das Personal aus und wie sieht denn auch eine angemessene Qualität bei solchen Objekten für einen zufriedenen Endkunden, einen zufriedenen Betreiber und Benutzer der Anlage aus? Im ersten Schritt definieren wir die wichtigsten Risiken. Sprachalarmierungssysteme bieten sicherlich eine schnelle und effiziente Methode, um die Evakuierung einer großen Anzahl von Personen zu bewältigen. Sie können aber auch für die Beschallung als ELA- und SAA-System in Kombination verwendet werden. Wenn wir uns dann anschauen, welches sind denn die größten Sicherheitsrisiken in einem Einzelhandelsgebäude, in einem Einkaufszentrum jeglicher Größenordnung. Und da ist sicherlich das Thema, wie vertraut ist denn das besuchende Klientel, also sprich, wie vertraut sind die Menschen, die im Gebäude sind, mit dem Gebäude und gegebenenfalls auch mit dem Thema Fluchtwege, Evakuierungsszenarien etc. Wie man sich vorstellen kann, ist sicherlich auch in einem Einkaufszentrum, ja, ab einer gewissen Größe, ist das Thema Übersichtlichkeit, sicherlich auch ein Risiko. Und wir können natürlich mit der Sprachdurchsage, können wir hier deutlich informativer, deutlich gelenkter wirken, als das jetzt, ja, nehmen wir es mal wirklich auch als ganz einfache Variante mit den klassischen Sirenen, nur mit dem DIN-Alarmton der Fall ist. Wir haben natürlich immer wieder Risiken, Wechselungen, mögliche Panikausbrüche. Also sprich, wir kennen das selbst vielleicht früher aus den Zeiten, wo man rein mit DIN-Ton alarmiert hat. Was ist denn passiert? Ja, viele Leute haben erst einmal gezögert, den Alarm wahrzunehmen. Wenn sie reagiert haben, war es nicht immer klar, wie sie reagieren. Der eine läuft in die eine Richtung, die andere in eine völlig andere. Die eine Person vielleicht relativ schnell oder panisch und hektisch, die andere eher verzögert. Das sind die klassischen Einflussfaktoren, die aber sich dann eben auch auf die Dauer
Evakuierung auswirken und somit auch auf die Sicherheit der Personen. Sie wissen sicherlich aus der eigenen Praxis, was ist denn die wahre Gefährdung im Brandfall? Das ist jetzt in der Tat für das Menschenleben nicht die klassische Flammenbildung, ja, also das Feuer per se oder das Verbrennen als Schadensfall, sondern es ist die Rauchgasvergiftung, die natürlich auch schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt akut sein kann, auch wenn man noch selbst gar nicht in dem Flammengeschehen wirklich angekommen ist und das auch noch gar nicht visuell wahrnehmen kann, kann es sein, dass doch schon sehr gefährliche Rauchgase entstanden sind. Wenn ich jetzt einen verrauchten Flur, Korridor, Treppenhaus oder sowas habe, mit den Materialien, die wir dann üblicherweise auch haben in solchen Objekten. Ja, die wenigsten wissen das, es sind in der Tat, es können schon ab drei volle Atemzüge, kann da schon die Bewusstlosigkeit eintreten und dann auch das Versterben der zu evakuierenden Personen. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Evakuierung sofort zu starten, geordnet zu starten, im besten Fall auch zielgerichtet zu starten, um eben das Gefährdungspotenzial so gering als möglich zu halten, das mit der zunehmenden Zeit exponentiell dann ansteigt. Zweites Thema natürlich, keine Vertrautheit mit dem Evakuierungsverfahren. Wir kennen das in Industrieanlagen, wir kennen das vielleicht auch ganz klassisch noch aus den Schulen, mit den Probealarmen etc. oder aus auch Bürogebäuden ist das auch immer wieder gang und gäbe gewesen als Kompensations- und Sicherheitsmaßnahme, dass man eben gesagt hat, ja, nehmen uns da ein- oder zweimal im Jahr einen Termin vor und an diesem Termin werden wir eben einen sogenannten Probealarm durchführen und den Ablauf der Evakuierung durchspielen. Das ist alles in Einkaufszentren, in Einzelhandelsgeschäften in der Regel nicht gegeben. Natürlich das Betreiberpersonal vertraut, aber die besuchenden Kunden, gerade jetzt in Städten oder bei großen Einkaufszentren, sind oft wechselnd und die örtliche Kenntnis ist gering und eine Ablaufkenntnis ist schon gar nicht vorhanden. Dementsprechend haben wir auch noch Nummer 3, die effiziente Bereitstellung von Informationen zur öffentlichen Sicherheit. Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz mitgeteilt. Warum gibt es denn Sprachalarmierung? Das ist relativ einfach, weil eben die klassische Alarmierung über die Signalgeber mit einem DIN-Ton keinerlei wirkliche Nachrichtentransport zulassen. Ja? Also ich erkenne wohl, da ist ein Warnsignal, aber jetzt allein mal zu unterscheiden, ist das ein technischer Alarm, ist es ein Probealarm, ist es ein Feueralarm oder liegen sonstige Bedrohungen vor? Das ist mit den DIN-Tönen schwer bis gar nicht realisierbar. Und wenn wir bei der Sprachalarmierung jetzt reinschauen, haben wir eine ganz klare Gefahrenerkennung, indem die Durchsage eben getätigt wird in Form, ja, wir haben eine Bedrohungslage im Gebäude oder wir haben einen Brandalarm, ein Feuer ist im Gebäude ausgebrochen. Und das führt dazu, dass die Leute nicht so lange zögern, nicht lange überlegen und auch mehr oder minder einheitlich sofort und in ähnlicher Weise auf die Alarmierung reagieren. Und das ist natürlich eine deutlich effektive Bereitstellung von Informationen zur Sicherheit im Gebäude. Die Definition der wichtigsten Risiken. Nun ja, in vielen Ländern sind Einzelhandelsgebäude gesetzlich vorgeschrieben und müssen dann auch mit Sprachalarmierungssystemen ausgestattet sein. Jetzt müssen wir aufpassen, man hört da immer viel, man muss ein paar Dinge im Auge behalten. Also diese obligatorische Anforderung kann bereits auch schon ab einer Belegung von kleiner 200 Personen und kleiner 2000 Quadratmeter notwendig werden, erforderlich sein. Was jetzt hier für Planer zu beachten ist, es ist immer die Sonderbauverordnung im jeweiligen Bundesland, die AGEBAU, die dann über die Sprachalarmierung auch in den Einzelhandelsgebäuden entscheidet. Da muss man einfach individuell nochmal draufschauen. Es gibt da keine
keinen bundesweiten Standard, der Gültigkeit hat. Sprachalarm ersetzt Klingeln und Signalgeber durch klare Sprachanweisungen an die Insassen. Insassen ist gut. An die zu evakuierenden Personen im Gebäude. Und das System muss in Übereinstimmung mit den lokalen Standards. In unserem Falle hier in Deutschland ist das die DIN VDE 0833-4 geplant sowie installiert und auch dann instand gehalten werden. Und die Geräte müssen unabhängig nach den EN54-Normen zertifiziert sein, also bewertet und dann entsprechend zertifiziert sein. Ein Sprachalarm ist nicht nur die primäre Methode zur Steuerung der Evakuierung während einer Brandalarmsituation, sondern kann nun auch Folgendes bieten: die Reaktion auf weitere Sicherheitsbedrohungen, zum Beispiel Bombendrohung, Voranschlag oder auch Gasgefährdung oder sonstige Gefährdungen im Gebäude. Da gibt es ja wirklich eine Vielfalt. Gerade jetzt im industriellen Bereich, ja, wo jetzt sicherlich normativ nicht die Forderung da ist, aber auch viele Betreiber sich für ein solches System entscheiden, weil es einfach die vorher genannten Vorteile mit sich bringt und dadurch eine höhere Sicherheit für das Personal, für die Mitarbeiter, aber auch dann natürlich teilweise Fremdfirmen beziehungsweise auch Kunden in der Anlage mit sich bringt. Das ist ein Kommunikationsmittel in nicht standardisierten Situationen. Das soll heißen, wir haben die Durchsagemöglichkeit. Also man kann natürlich mit Tonkonserven arbeiten. Man hat die Möglichkeit, dort vorgefertigte und vorprogrammierte Durchsagen abzuspielen in den gewissen Szenarien. Aber man kann eben auch, ob das jetzt die Live-Durchsage durch die Feuerwehr ist, bei einer geänderten Gefährdungslage oder auch dann in anderen Situationen, man hat immer die Möglichkeit, durch geschultes, zugelassenes Personal entsprechend dann hier eine Live-Durchsage zu tätigen. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, Stromausfälle, Wasserlecks, generell technische Störmeldungen in Gebäuden zu kommunizieren, was auch in manchen Objekten sinnvoll sein kann. Was sind denn die wichtigsten Anforderungen an ein solches System? Ja, also gerade hier Einzelhandel, Einkaufscenter stellen in der Regel höhere Anforderungen an SAA, Schrägstrich nämlich ELA. Wir haben natürlich das Verwalten, also das Management der Evakuierung. Die Anforderung ist sicherlich auch da, dass das Thema die Anlage einfach und klar verständlich bedient werden kann durch das Betreiberpersonal oder eben Sicherheitspersonal. Da gibt es ja auch dann verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Konzept aussehen kann. Wir schauen da später nochmal im Detail drauf. Gute Informationsbereitstellung, ja, Content ist alles so ein bisschen Neudeutsch. Informationsbereitstellung, also die Vorteile gegenüber einer DIN-Ton-Alarmierung sprechen da für sich. Und wir haben natürlich hier das Thema von skalierbaren beziehungsweise auch anpassbaren Lösungen vom kleinen Einzelhandel bis zum Einkaufszentrum mit einzelnen Unterstores, wenn man das ganz klassisch kennt. Das wäre dann nämlich diese zentrale Verwaltung von Multishop-Immobilien. Ja? Wir kennen das ja auch, also gerade auch hier jetzt Mannheim oder Ludwigshafen sind jetzt hier zwei Städte, die in der Nähe sind. Da gibt es die Rheingalerie. Und da sind dann eben, ich müsste jetzt lügen, etwa 100 verschiedene Shops in einem Gebäude, die natürlich alle ihre individuelle Anforderung haben, aber das Gebäude insgesamt dann wiederum im Brandfall einer Anforderungsroutine folgen können muss. Das Management Evakuierung. Wir sehen jetzt hier links ein Bild, das zeigt ein typisches Geschäft, in dem es eine Verzögerung von 3 Minuten zwischen der ersten kodierten Nachricht, Staff Call 100 oder wie auch immer,
und der öffentlichen Evakuierung gibt. Entschuldigung. Also dort findet eine Durchsage statt, die vom Betreiberpersonal verstanden werden kann. Das ist bei größeren Kaufhäusern wirklich nicht unüblich. Und da hat man nämlich die Herausforderung, dass man gegebenenfalls auch mehrere Stockwerke zu evakuieren hat, was nochmal eine Besonderheit mit sich bringt. Wir gehen gleich noch darauf ein. Aber auch sehr große Flächen, beziehungsweise eine gewisse Assistenz bei der Evakuierung sinnvoll ist. Und dementsprechend hat man hier oft das Thema, dass der Betreiber, das Betreiberpersonal funktioniert, informiert wird mit einer kodierten Sprachdurchsage, dann entsprechend in ein Szenario übergeht, sich auf gewisse Positionen beginnt und dann einen vordefinierten Ablauf folgt. Und in kleineren Einheiten wird die Meldung in der Regel sofort gestartet, sodass das Brandmeldesystem, sobald das Brandmeldesystem an die SAA signalisiert hat, da liegt ein Brandalarm vor, bitte evakuieren. Ja, wir haben natürlich da das Thema, der Standardbesucher tendiert dazu, zum Beispiel zu dem Eingangspunkt wieder zurückzugehen, den er auch genutzt hat, um das Gebäude zu betreten, aus Ortskundigkeit oder ja, wie auch immer, und aus Ortsunkundigkeit. Und dazu ist natürlich dann gut und dann auch so ein bisschen die Richtung weist. Ja, hier an der Rolltreppe ist dort jetzt auf dieser Seite der nächstgelegene Ausgang. Und das geht natürlich wunderbar dann bei diesen Szenarien, wo das Betreiberpersonal mit involviert ist. Gestaffelte Evakuierung ist auch ein Thema in den größten Einkaufszentren. Dort haben wir einfach das Thema Treppenhäuser sehr stark. Ja, ich werde darauf nochmal eingehen, dann gleich am Ende dieses Punktes. Ja, die Treppenhäuser, die Lebensgefahr bei der Evakuierung eines mehrstöckigen Gebäudes ist die Verstopfung und das Überfüllen der Fluchtwege, insbesondere der Treppenhäuser. Hier macht es dann Sinn, einfach zu schauen, dass die Evakuierung so stattfindet, dass eine nicht allzu große Zahl der Menschen gleichzeitig in dieselben Bereiche des Treppenhauses gefluchtet werden. Denn hier ist es relativ schnell passiert, wir kennen das, in der Panik, dass dann mit Quetschungen etc. Oder Menschen sogar dann stürzen und dort vielleicht dann auch nicht mehr schaffen aufzustehen und dann Schaden erleiden, eben am Boden liegend durch die fliehenden Personen. Und die Lösung für solche Probleme ist wie bei, wir hatten es ja beim letzten Webinar, hatten wir das Thema mehrstöckige Gebäude und Hochhäuser. Dort sind wir eingehend darauf eingegangen, wie das eben dort gelöst wird. Das heißt, man hat eine sequenzielle Evakuierung. Ja? Man schickt eine gewisse Gruppe ins Gebäude, während man vielleicht mit einem Voralarm die nächste Gruppe bereithält. Und dann in einem vorher definierten, da geht es um Quadratmeter, da geht es einfach um Wegdistanzen etc. Und dann ist das berechnet und dann weiß man genau, in welchen Minutenabständen man die nacheinander, diese Gruppen nacheinander sequenziell entfluchten kann. Und damit ist dann die maximale Sicherheit gewährleistet. Und wir können das mit unseren Systemen, ja, in der Regel sehr einfach abbilden. Ich gehe noch mal kurz auf die Frage ein. Ich hoffe auch, dass ich sie dann richtig verstanden habe. Besonderen technischen Eigenschaften der Sprachalarme, Sprachanlagen zum Dienen der alarmierten Situation funktioniert so mit anderen regulären Lautsprache für andere Zwecke sind. Also wenn wir jetzt über Shoppingcenter nachdenken, haben wir natürlich die Möglichkeit, da wir ja in Deutschland mit ganz, ganz, ganz vielen Nationalitäten unterwegs sind und es in der Tat nicht so ist, ob es touristisch oder durch Arbeitsvisa bedingt oder sonstige Themen,
dass jeder der deutschen Sprache so gut mächtig ist. Oder wir haben eben auch, ist jetzt ein anderes Objekt, aber Flughäfen, Bahnhöfe ist auch so ein Klassiker. Dort haben wir natürlich die Möglichkeit, mit Sprachalarmanlagen gezielt in mehreren Sprachen zu alarmieren und zu evakuieren. Also, neben der besseren Verständlichkeit gegenüber einem Dienstsignal, ja, was ja in vielen Ländern sogar unterschiedlich klingt. Also da hätten wir sogar durch internationalen Publikumsverkehr noch mehr eine Schwierigkeit zu erkennen, welches Signal jetzt hier wirklich ernst genommen werden muss. Können wir natürlich mit mehrsprachigen Durchsagen auch ein mehrsprachiges Publikum mal erreichen und somit auch hier wiederum sicherstellen, dass alle informiert sind und alle zeitnah mit der Selbstevakuierung beginnen. Ich hoffe, das war die Fragestellung. Falls das nicht gepasst hat, noch mal kurz reinschreiben oder auch dann mal mit dem Mikrofon aufmachen und fragen. Aber ich denke, das war das Thema, um das es ging. Mikrofone für Paging plus Musiksteuerung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eben über die reine SAA-Funktionalität hinausgeht. Denn wir dürfen nie vergessen, diese Anlage kann eben nicht nur alarmieren. Diese Anlage kann eine komplette Beschallungslösung, ja, ob das jetzt Sprache oder Musik ist, für das Gebäude leisten. Und da sind natürlich diese Sprechstellen ein zentraler Punkt, wo dann das Betreiberpersonal oder auch Personal innerhalb der einzelnen Shops gegebenenfalls für Durchsagen solche Sprechstellen nutzen kann. In unserem Falle hat man die Möglichkeit, auch zwischen den Sprechstellen zu kommunizieren. Also wir haben eine kleine Intercom-Lösung in jeder Sprechstelle verbaut, einen Lautsprecher und das Mikrofon ist ja ohnehin dabei, sodass ich auch die Sprechstelle als einzelnen Teilnehmer adressieren kann und dann eine Kommunikation zwischen dem Betreiberpersonal, könnte jetzt hier sein Shop-Personal aus dem vorderen Bereich und hinteren Bereich aufbauen kann. Aber ich kann auch Musikquellen hier anschließen. Das ist bei Ambient System in der Tat, sind das bis zu 4 Musikquellen, die ich pro Sprechstelle einspielen kann und die ich auch in die Anlage bringen kann und von dort wieder zu anderen Anlagen teilen, also sprich anderen Zonen oder auch anderen Anlagen über die Vernetzung weiter routen kann. Und das ist natürlich sehr komfortabel, denn naja, wie hat man das denn früher oftmals gehandhabt? Man hatte dann an der Anlage selbst, hatte man dann ein Einspielgerät, aber diese Anlagen stehen ja jetzt mit einer Notwendigkeit der Sprachalarmierung in einem dafür vorgesehenen Raum, abgeschlossenen Raum auch. Der ist nicht jedem zugänglich. Und damit habe ich natürlich eine limitierte Anwendung für die Alltagsanwendungen wie diese Hintergrundmusik. Und dadurch, dass wir das über diese Sprechstellen einspeisen können und dann auch in der Anlage verteilen können, hat man dort, wo der Betreiber wirklich sich auch physisch befindet, hat man auch die Einspielung für die Musik und kann dementsprechend natürlich in den eigenen Bereichen dann die Anlage für die Hintergrundbeschallung nutzen. Oder gerne auch mit größeren Lautsprechern. Ich nenne es immer gerne so eine Art Vordergrundbeschallung. Es ist ja nochmal was anderes als Pro Sound, aber man kann eben aktiv dort Musik in einer guten Qualität und in einer anständigen Lautstärke zur Verfügung stellen. Was natürlich hier auch dann funktioniert, man kann auch über die Sprechstelle einmal eigene Durchsagen tätigen oder auf Tastendruck aufgezeichnete Durchsagen auslösen. Und wir haben hier auch die Möglichkeit einer UDP-Schnittstelle, die man anschließen kann zum Empfang vom gestreamten Werbeinhalten. Also auch das hier muss nicht zwingend im Keller sein, kann bei unserer Technik über die Sprechstellen eingebunden werden. Mood Media ist in Hamburg zum Beispiel so ein Anbieter, der das für einige, ich will jetzt da keine Schleichwerbung machen für allzu viele Kaufhäuser, aber dort dann diese vordefinierten Programme für die Niederlassung zusammenstellt und dort streamt, dann darüber empfangen und integriert werden können.
Gute Content-Bereitstellung, also Inhalt-Bereitstellung, soll heißen, so wie ich schon gesagt habe, das System sollte und darf in Shopping-Centern Lautsprecher in Musikqualität verwenden. Da gibt es auch von vielen Herstellern, also auch von Ambient System, die komplette Palette von Lautsprechern, mit der sich eine gute Musik- und Klangqualität abbilden lässt. Und damit kann ich eben Hintergrundmusik oder auch Ambiente, also es gibt ja auch Bereiche, wo dann irgendwelche Tiergeräusche, Urwaldgeräusche, Wasserfälle oder sonstige Dinge eingespielt sind, um das Ambiente in diesem Bereich nochmal zu unterstützen. Ja, so stelle ich mir natürlich vor, dass in so einem Fischrestaurant vielleicht so ein bisschen Möwenzirpen und Meeresgeräusche dann hilfreich sind, während vielleicht in einem Steak-Restaurant dann doch was anderes angebracht wäre. Die Möglichkeit, bei Bedarf mit Nicht-EN54 Lautsprechern beziehungsweise auch extra Bass-Lautsprechern zu unterstützen, ist absolut gegeben, ist nicht verboten. Und somit kann ich da natürlich nochmal das Klangbild deutlich verbessern. Und ich kann auch, ja, wenn ich jetzt wieder an die Einspeisung der Sprechstelle denke, da könnte ich ja entweder einen Musikeingang anschließen, aber auch ein Mikrofon mit anschließen, also ein handgehaltenes Mikrofon, wo ich dann gegebenenfalls Live-Aktivitäten in den Einkaufszentren übertragen kann und darüber dann in die Lautsprechernetze einspeisen kann und nutzbar machen kann. Also wir haben da schon ganz tolle Objekte realisiert, wo man früher vielleicht dann auch mehrere Anlagensysteme verwendet hätte und wir dann jetzt mit unserer, wir werden es später vielleicht nochmal sehen, mit unseren Kleinstanlagen auch, könnte man Einzelshops ausstatten, also Mitsprachalarmierung und eigennutzbare Beschallungsanlage und hätte dann ein absolut non-konformes, dezentrales System aufgebaut, aber mit ganz, ganz großem Funktionsumfang und individuellem Funktionsumfang für die individuellen Shopbetreiber. Wir können das Ganze auch synchronisieren mit Bildschirmen über die Verzögerungen im Controller. Also sprich, man kann mit Delays arbeiten, um gewisse Dinge dann besser aufeinander abzustimmen, also Multimedia-Anwendungen, genauso auch wie bei größeren Kaufhäusern das gegebenenfalls notwendig sein kann. Und zurück nochmal. Da bin ich zu früh gesprungen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, diese Systeme dann, ich habe es jetzt schon angeschnitten, zu skalieren. Ja, von so einem kleinen Einzelhandelsgeschäft bis hin zu Einkaufszentren bzw. Multijob-Lösungen. Und da ist sicherlich die Produktpalette von Ambient ein Stück weit einzigartig. Also auf jeden Fall unheimlich passend für diese modernen Anforderungen. Und denn wir bieten da drei Größen von EN54 zertifizierten Systemen, die immer SAA und ELA-Funktionalität beinhalten. Das sind eben zweimal Kompakteinheiten. Und man hier sieht auf der linken Seite die Mini-VES, in der Mitte Midi-VES und Multi-VES. Und wie die Namen das schon sagen, haben wir bei der Mini-VES, das sind 1 bis 4 AB-Zonen oder 1 bis 8 Linien, ja, muss man immer schauen. Wenn wir hier bei Ambient von Zonen sprechen, sprechen wir immer von AB-Zonen. Wir können aber auch dann die doppelte Anzahl, also die 8 Linien, die 8 Einzellinien entsprechend verwenden. Das sind wir frei in der Gestaltung. Und die Mini-VES beginnt tatsächlich bei 160 Watt, 320 Watt und 640 Watt. Damit können wir Kleinstanwendungen ganz genau abbilden. Und wir haben da die Möglichkeit, mit Wandgeräten zu arbeiten. Also das, was Sie jetzt hier sehen zum Beispiel, ist ein Wandgerät, das kein weiteres Gehäuse braucht. Es beinhaltet alles, was dazugehört. Es gibt aber auch die Mini-VES, genauso wie die Midi-VES, in jeder Größe
als 19 Zoll Variante, wo man dann im Endeffekt nur dieses Kompaktgerät in den Schrank einbaut, ein paar Akkus mit dazu packt und dann ist die Anlage fertig, ja, mit Sprechstellen. Und das ist natürlich eine herausragende Geschichte. Bei der MidiWest geht es dann weiter, da sind wir dann bei 1500 Watt und 3000 Watt mit 16 und 32 Linien, ja, unterwegs. Damit decken wir im mittleren Segment alles sehr gut ab. Und alles, was entweder größer oder einfach von der Linienaufteilung und solchen Dingen komplexer ist, da kommt unsere Multiwest zum Einsatz. Und die Multiwest ist ein unbegrenzt skalierbares System. Also wir haben einige internationale Flughäfen weltweit damit ausgestattet. Wir haben aber auch einige Grund- oder Realschulen mit einem solchen System ausgestattet. Da kann ich Ihnen nur mitgeben, ja, das sieht bei Ambient so aus, dass es eigentlich kein Objekt gibt, ja, welches man mit unseren Systemen nicht abdecken kann. Wir haben auch mehrere Verkehrstunnel schon gemacht, Flughäfen, also wirklich komplette Bahnhofkomplexe in Großstädten in Gesamteuropa und der ganzen Welt. Und sie kommen eben immer mit der passenden Anlage auf die passende Anwendungsgröße, was ihnen eine gute Wirtschaftlichkeit auch ermöglicht. Ich möchte es mal so formulieren. Also sie müssen da nirgends mit Kanonen auf Spatzen schießen und sie haben eigentlich auch nirgends den Punkt, dass einfach die Herausforderungen des Objekts Technik überfordern. Das ist bei uns sehr wenig bis gar nicht der Fall. Was sicherlich zu erwähnen gilt bei Ambient, ob jetzt Miniwest, Midiwest oder Multiwest, das ist immer dieselbe System, Hardware- und Softwarearchitektur. Es ist immer dieselbe Bedieneroberfläche an der Anlage selbst, immer dasselbe Display, immer dieselbe Menüführung und es ist immer dieselbe Software, um die Anlage zu programmieren. Es ist sogar dasselbe Kalkulationstool, um eine solche Anlage zu kalkulieren. Und auch bei den Peripheriegeräten, Sprechstellen, die gibt es nur einmal und diese passen auf alle Geräte. Also wir haben damit eine geringe Anzahl an Produkten, die notwendig sind und haben eine durchgängige Systemarchitektur. Hat den Vorteil, ob jetzt Planer, ob jetzt Errichter oder dann Instandhalter, wenn Sie eine Anlage kennen, kennen Sie im Grunde alle anderen auch. Gerade in der heutigen Zeit, also das Thema Fachkräfte und gerade auch Spezialisten, die man dann vor Ort schicken kann, um so eine Anlage zu reparieren, da ist natürlich die Tatsache, dass Ambient im Prinzip eine Anlagentechnik hat, aber so ausdifferenziert in der Größengestaltung, ist ein Riesenvorteil, denn Ihr Techniker muss hier nicht zwei oder drei verschiedene Systeme, wie das ja tatsächlich bei einigen Herstellern der Fall ist, miteinander in Verbindung setzen können, sondern er muss eine Systemarchitektur beherrschen und dann kommt er mit jeder Anlage zurecht. In kleineren Einzelhandelseinheiten könnte das jetzt so aussehen. Wir haben eine Sprechstelle, LCD, nochmal zusätzlich mit ein paar Tasten gegebenenfalls. Wir haben Musikeinspielungen, die von der Sprechstelle aus zuschaltbar, Lautstärke regelbar sind, abschaltbar sind. Wir haben eine Brandalarmierung, eine Brandalarmanlage, die dann entsprechend die Ansteuerung für die Sicherheitstechnik uns zur Verfügung stellt und wir versorgen die Linien nach außen. Das auch nochmal wichtig bei Miniwest, Midiwest sowohl als auch bei Multiwest haben Sie die freie Auswahl. Ob Sie reine Impedanzüberwachung realisieren möchten, um die Lautsprecherlinien zu überwachen, ob Sie End-of-Line nutzen möchten oder ob Sie einen Loop, also eine Ringverkabelung nutzen möchten mit Trennern, die dann auch in den einzelnen Bereichen nochmal abgesetzt werden können. Das ist freie Auswahl bei Ambient und dementsprechend, ja, so wie das für Sie am besten passt und für den Betreiber gewünscht ist, können Sie das umsetzen. Bis zu 4 Tonnen, also 8 Linien oder 4 AB-Linien und bis zu 640 Watt mit
Mini-West-Lösung. Wie gesagt, entweder im kompletten Metall-Wandgehäuse ohne 19 Zoll Rack einfach auf die Wand schraubbar oder eben dann als modulare Variante, Kompaktlösung, Rack, 19 Zoll Einbauvariante, einfach noch ein paar Akkus mit dazu packen in den Rack und dann ist die Anlage auch fertig. Bei größeren Kaufhäusern, da ist dann unsere Mini-West-Variante oftmals schon die passende. Auch hier wieder selber Aufbau, vielleicht noch mehrere Sprechstellen bei den Kassen oder in verschiedenen Bereichen des Gebäudes abgesetzt, von dort aus dann eingesprochen werden kann, beziehungsweise auch wieder hier eingespeist, eingespielt werden kann oder Durchsagen, automatisierte Durchsagen ausgelöst werden können. Wir haben die Möglichkeit, einen Voralarm zu initiieren oder eben einen Direktalarm über die Brandmeldeanlage und verkabeln dann wieder Impedanz End-of-Line oder mit Ringverkabelung in den jeweiligen Bereich hinein und können dann Musik und Alarmierung sowie Durchsagen zur Verfügung stellen. Bei mehreren Einheiten, das sind wir dann bei der Multiwes oder Smartwes. Smartwes habe ich jetzt noch nicht im Detail vorgestellt, ist die nächste Entwicklungsstufe unserer Multiwes-Anlage. Da werde ich Ihnen gleich noch etwas im Detail dazu sagen. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, dann über unser SIP-Gateway einmal eine komplette Intercom-Lösung. Das können wir bei allen Systemen schon mit anbinden. Hier in diesem großen Einkaufszentrum mit mehreren Einheiten tun wir das eben öfter, dass unsere Intercom-Lösung mit an Bord ist, mit einzelnen Sprechstellen, aber auch mit der Vernetzung und auch der Integration dann, ob das Telefonlinien sind von innen nach außen, ob das Funklinien sind von innen nach außen, ob das einfach auch nur gebäudeübergreifende Vernetzungen dann sind oder was das SIP-Gateway noch sehr attraktiv macht. Man kann auf Nutzeroberflächen, also auf Desktop-Nutzeroberflächen, dem Betreiber Dinge zur Verfügung stellen, nämlich alle Funktionalitäten der ELA-Anwendung auf der digitalen Oberfläche noch einmal zur Verfügung stellen, ohne dass er in Berührung kommt mit der sicherheitsrelevanten Sprachalarmanlage. Das ist sicherlich in solchen Objekten dann, kann den Faktor der Nutzbarkeit, der Mehrwert der Anlagentechnik im Gebäude dramatisch erhöhen und trotzdem die Sicherheit unangetastet lassen und auch dann nur von Betreiber, also von verantwortlichem Sicherheits- bzw. Betreiber und Wartungspersonal vornehmen zu lassen. Wir haben hier Feuerwehrmikrofon generell immer dort, wo eine Feuerwehr-Erstanlaufstelle ist, mit einem Feuerwehrbedientableau und Anzeigetableau. Dort ist natürlich auch unsere Feuerwehreinsprechstelle zu finden, die dann einmal auch vorgefertigte Szenarien auslösen kann, aber auch die Live-Durchsage in der geänderten Gefährdungslage ermöglicht. Wenn wir Anlagenteile miteinander vernetzen, dann ist das bei uns immer LAN bzw. Glasfaser. Und wenn wir mit Glasfaser vernetzen, dann ist an unseren jeweiligen Einheiten immer die Möglichkeit gegeben, SPF-Module einzuschieben und dann Multimode oder Single-Mode direkt auf die Anlage aufzustecken. Also Sie brauchen keine zusätzlichen Switches-Module, Olm, Optical-Link-Module oder sonstige Themen, sondern das ist dann alles in unserer Anlagentechnik schon mit integriert. Also auch hier, Ambient selbst ist, wobei man sehr gut im Wettbewerb liegt. Preislich sind wir trotz alledem auf dem oberen Stand der Technik. Das werden Sie auch sehen. Innerhalb der Anlage mit einer dynamischen Energieverteilung, einer sehr tiefen Digitalisierung der Anlage. Also wir sind da absolut am oberen Level angekommen. Vergleichbar vielleicht mit den neuesten Produkten auch von Bosch. Und trotzdem sind wir mit unserem Produktionsstandort, der in Danzig ist, in Osteuropa, im Herzen Europas, sind wir sehr, sehr gut im Wettbewerb, was das Preisniveau angeht. Und vielleicht auch mal noch ein nicht unerheblicher Hinweis. Ambient hatte über diese gesamten Krisentage, wenn man das mal so nennen darf,
keinen einzigen Tag Lieferverzögerung. Also ich unterstelle mal, dass da einige Projekte bei einigen Errichtern und Planern hätten fertig werden können, hätte man sich früher dem Hersteller Ambient zugewandt und ihn an Bord geholt. Für unsere Partner, die da schon vorhanden sind oder jetzt auch in den letzten 2 Jahren an Bord gekommen sind, war das natürlich eine herausragend komfortable Situation, denn ja, es gab hier keine Lieferverzögerung oder Lieferausfälle, egal welcher Art. Und das ist natürlich auch in Richtung Zukunft geblickt, diese Abhängigkeiten von asiatischen Herstellern und Lieferfirmen. Wer das reduzieren möchte, ist sicherlich auch gut beraten, vielleicht mal europäische Hersteller noch mit in Betracht zu ziehen. Was gibt es aber hier noch für Besonderheiten? Ja, also wir können natürlich auch dann Abschaltungen über Relais oder sonstige Lösungen für die jeweiligen Unteranlagen zur Verfügung stellen, weil das ja im Regelfall dann, wenn über die Brandmeldeanlage erfolgt, weil sie das dominante System hier ist. Aber sollten wir Unteranlagen von Ambient verbaut haben, ja, und diese dann über Glasfaser angebunden haben, so können wir das natürlich mit unserem System realisieren. Lautsprecher verschiedenster Natur, ich habe es gesagt, auch Ambient hat die komplette Lautsprecherpalette an Bord, mit einigen Besonderheiten sogar noch, wie richtig leistungsstarke Lautsprecher für Sportarenen oder auch diese Grenzflächenhörner für Verkehrstunnel, neben dem noch aktive Line Arrays, die dann auch per Software programmierbar sind, wirklich in der Ausrichtung, in der Leistung, in der Tiefe und Beschallungswinkeln etc. Also da einfach mal bei Gelegenheit reinschauen oder im besten Fall auch das Gespräch suchen. Ja, ich bin ja auch im Vertrieb der Ansprechpartner und kommen Sie natürlich gerne einmal online oder auch offline besuchen und stelle Ihnen das persönlich vor, was es da alles gibt von Ambient. Wenn wir hier reinschauen, Multi-Unit-Malls, wie gesagt, also wir haben die Einspeisung von außen, Funk oder vorbereitete Werbestreams für Kaufhäuser. Hier haben wir dann jetzt in Nebengebäuden oder weiteren Gebäuden teilen, kann man ja so machen, dezentrale Lösungen. Wir haben einen Optik-Fiber-Optik-Ring, also die Glasfaser-Ring, den wir aufbauen. Damit erfüllen wir wieder dann auch entsprechend die Sicherheit nach der 0833-4 und die Selbstüberwachung und Redundanz der Anlagentechniken, was natürlich bei diesen zentralen Lösungen immer interessant ist. Wir haben die Möglichkeit, okay. Sehr gut, ja, alles klar, vielen Dank für die Info. Ja, was natürlich bei diesen zentralen Lösungen immer interessant ist, ist die Tatsache, dass ich, wenn ich in dem Bereich arbeite, dann eben nicht die gesamte Anlage irgendwie vom Netz nehme oder da Ausfälle oder sonstiges produziere, sondern dann immer nur in diesen Teilbereichen. Das kann natürlich noch ein sehr interessanter Vorteil sein. Wenn wir da eine zentrale Verwaltung aufbauen möchten, bei mehreren Filialen, da gibt es von uns die Yellow Remote Software. Also die Verwaltung mehrerer Anlagen mit einer Visualisierung, mit einer Integration, mit einem Management- und Steuerungstool auf Software-Ebene. Und mit dieser Yellow-Software können wir einfach auch sehr schnell Gebäudevisualisierungen erstellen, die uns dann oder dem Betreiberpersonal, dem Wartungspersonal, wie auch immer, anzeigt, welche Stati, welche Anlage in welchem Gebäudeteil aktuell einnehmen oder wo gegebenenfalls auch welcher Fehler vorliegt. Man kann dort Streamingdienste eben sehr gut aufnehmen, durch diese Integrationsmöglichkeit auch Fremdsysteme in diese Visualisierung mit einbeziehen. Das ist etwas, was wir in vielen Ländern, in vielen großen Projekten schon zum Einsatz gebracht haben. Ich weiß, in Deutschland ist man da noch, ich muss es tatsächlich so sagen, ist man da hinten dran, was das digitale Gebäude angeht. In anderen Ländern ist die Normenlage nicht so ausdifferenziert wie bei uns.
Und wenn man da ein digitales Objekt will, dann macht man das. Bei uns stehen da die einzelnen und stark voneinander abgegrenzten Normen und Verantwortlichkeiten diesen übergreifenden und integrierenden Lösungen ein Stück weit im Wege, ja. Aber wir haben die Technologie hier, um das auch anzubieten und entsprechend umzusetzen. Die SmartWES, das ist das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe. Das ist die neueste Sprachalarmierungstechnologie von Ambient. Sie kombiniert DSP der neuen Generation, also digitale Soundprozessor, um die Verständlichkeit von Nachrichten zu verbessern und das Asset Management zu ermöglichen. Also, wir haben die Möglichkeit, bei dieser SmartWES nun Messmikrofone in das Feld zu hängen. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist ja nichts Neues. Ja und nein. Also wir haben auch vorher schon die Möglichkeit gehabt, Messmikrofone ins Feld zu hängen und damit dann die Hintergrundlautstärke zu messen, um gegebenenfalls die Lautstärke der Durchsagen zu adaptieren. Das ist etwas, was auch andere Anbieter können. Was aber unser System tut, es bewertet den gesamten Hintergrund, Schallhintergrund des Objektes, Störgeräusche, Reflexion, Nachhall etc. und misst auch noch mal live während der Durchsage. Und all diese Daten fließen in unseren einzigartigen patentierten Algorithmus hinein und werten den Sprachverständlichkeitsindex aus und können diesen auch vorab schon simulieren anhand der vorhandenen Daten, bevor die Durchsage startet, und adaptieren das während dem Lauf der Durchsage. Und die Konserve, genauso wie die Sprachdurchsage, wird angepasst in Geschwindigkeit, in Frequenz, in Lautstärke, in Tonhöhe etc. etc. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, der live während der Durchsage, live während der Sprachdurchsage den Sprachverständlichkeitsindex, den STI-Wert aktiv verbessert und die individuelle Sprachverständlichkeit dramatisch verbessert. Also, das darf man gerne erlebt haben. Ich habe jetzt auch zuletzt, waren wir gerade in Danzig wieder zur Schulung und haben dann das System mal auf Herz und Nieren getestet und Störgeräusche jeglichen Couleurs und jeglicher Frequenz eingespielt. Und die Durchsagen passen sich einfach an und man erhält immer eine verstehbare Durchsage und der STI-Wert wird faktisch messbar auch nach oben korrigiert. Dadurch kann ich in Bereichen, wo es vorher nicht gut war, bis unmöglich, kann ich mit der SmartWES eine Sprachverständlichkeit hinbekommen und einen STI-Wert auch in der Form optimieren, dass er gegebenenfalls in einem akzeptablen oder dann sogar guten Bereich sich findet. Das ist ein absolutes Novum. Das ist auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bei Ambient System. Das kann so in dieser Form niemand. Und ja, also ich kann nur den Ratschlag geben, wer da schon mal an solchen Objekten die Schwierigkeiten erlebt hat, ja, bis das dann abgenommen ist, bis das dann von allen akzeptiert ist, der kann jetzt ganz, ganz einfach mit Ambient System diese Dinge in Angriff nehmen und ein besseres Ergebnis erzielen. Vielleicht ist es in manchen Objekten, wir wissen ja, die Physik ist auch nur bedingt schlagbar, auch wenn dieses Gerät jetzt schon gefühlt wahre Wunder wirkt. Aber die Physik bleibt natürlich die Physik. Aber nichtsdestotrotz bekommt man ein Ergebnis hin, das vielleicht doch annahmefähig ist und alle Beteiligten zufrieden zurücklässt. Und nicht mit diesem mulmigen Bauchgefühl, naja, da versteht ja kein Mensch ein Wort, was da gesprochen wird. Wir kennen das alle zu Genüge von Bahnhöfen und manchen Flughäfen und sonstigen Objekten. Aber damit ist jetzt Schluss, das muss nicht mehr sein. Die Systemarchitektur sieht so aus, dass wir eben unseren Controller und speziell dann unseren SmartWES-Controller hier dafür einsetzen können. Wir können eine gewisse Anzahl an Messmikrofonen pro Controller managen, aber auch hier ist das Ganze wieder skalierbar und können dann dementsprechend nach draußen die beste Sprachverständlichkeit liefern, die es da aktuell am Markt gibt. Die Signale können natürlich auch durch die automatische Durchsage, können aber auch über Text-to-Speech-Generatoren
generiert werden. Oder ganz klassisch eine Live-Durchsage. Ja? Also keine Konserve, sondern wenn ich jetzt eine Live-Durchsage tätige und ich habe das alles sehr schnell ausgesprochen und undeutlich, würde man dann merken in der Praxis, wie der Algorithmus diese Aussage in die Länge zieht und in ein vernünftiges Ton- und Klangniveau bringt, sodass der STI-Wert sich nach oben bewegt und die individuelle Sprachverständlichkeit deutlich verbessert wird. Referenzen für den Einzelhandel gibt es eine Vielzahl. Jetzt einfach mal, wir haben IKEA, ist so ein Klassiker, wo wir also mittlere zweistellige Anzahl heute schon gemacht haben. Tesco ist eine große Kette in Polen. Höfner Möbelhäuser, unter anderem Berlin, in Dresden haben wir gemacht. Mercury Market in Polen ist auch eine große Kette, Manor in der Schweiz und viele kleinere. Gehen Sie einfach mal davon aus, wir haben für sämtliche Größen haben wir passende Lösungen in unserem Bestand. Ja, das war's dann auch schon zu dem Thema SAA und ELA in Einzelhandelsgeschäften und Kaufhäusern. Wir freuen uns, wenn die nächste Webinarreihe ansteht. Ich weiß jetzt gar nicht, wir hatten Hochhäuser, hatten wir Schulen und Bildungseinrichtungen, jetzt hatten wir Kaufhäuser. Vielleicht das nächste Mal Bürogebäude oder Transportbereich. Lassen Sie sich überraschen, wir lassen uns wieder was einfallen und hoffen, dass Sie das Ganze begeistert. Wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie da selbst Bedarf sehen oder Interesse haben, Ambient System noch mit aufzunehmen, Daniel Schmantra und der Thomas Todd sind hier in Deutschland die Ansprechpartner. Für die, die über LinkedIn gekommen sind, die wurden ja ohnehin dann über das Profil von Daniel Schmantra angesprochen. Ansonsten bei uns über die Seite www.ambientsystem.de finden Sie uns auch. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Ich komme Sie auch gerne persönlich besuchen und stelle das in Ihrem Hause vor. Und ja, nehmen Sie einfach mit Ambient System. Wer es noch nicht kannte, hier schlummert ein sehr leistungsstarker Partner für jeden Planer, für jeden Errichter und ein sehr guter Hersteller für jeden Betreiber und Nutzer im Objekt. Vielen Dank und bis bald.